Hier können die lesen, mit wem sie im Krieg sind, und Waffenstillstand haben und befreundet sind und so. Hier könnt ihr natürlich noch mehr lesen. Und ja, Ortsbeschreibung. Schauen wir hier mal. Wie heißt dieses Ort? Prayen. Also, Prayen. Oder Praven. Genau, Praven. Okay. Vier Dörfer haben sie. Wohlstand ist reich. Das wird sich aber bald ändern. Als ich mein eigenes Reich schon hatte, in einem Spielstand, da war Praven eigentlich bitterarm und so. Obwohl ich sie nie angegriffen habe. Ich habe die Reiche die Städte Uxal und, wo ist die andere? Suno gehabt. Diese Burg da hinten. Fingurt. Ein paar Städte. Diese Burg hier. Dieses Dörfchen, also paar Dörfchen hier, und ja, das war mein Reich, aber ich habe es dann aufgegeben, weil alle gegen mich waren. Ich konnte keine Beziehung mehr aufnehmen auf die anderen, und dadurch wurde ich eigentlich immer irgendwie unbeliebter, und immer zu kämpfen ist dann nicht mehr so gut gewesen. Darum empfehle ich euch einfach, wenn ihr Herrscher sein wollt, seid nett zu den anderen und macht so wenig Krieg wie möglich. Am Anfang sowieso erstmal euer Reich aufbauen. Also Handel machen und Beziehungen pflegen und dann erst Krieg. Natürlich habt ihr zuerst Krieg, aber so, das müsst ihr so schnell wie möglich schlichten und ja, die Beziehung dann aufbauen zum gegnerischen Volk. So, Schenke, schauen wir mal. Lösegeldvermittler, Reisender, sonst nix. Marktplatz müssen wir nicht. Wo hatten wir? Genau, in Praven. Jo. Können wir eigentlich noch etwas einstellen am Mod? Ja, ihr seht ja eigentlich alles mal noch leicht gemacht. Ich werde es steigern, je weiter wir im Let's Play sind. Aber ich muss mich auch wieder ein bisschen reinbringen. Und ja. Wir können hier mal auf hoch machen. Ich weiß nicht, ob es dann ruckelt. Aber ja, sonst ist eigentlich alles mit Maximum. Wenn ihr irgendwas seht, das nicht auf Maximum ist, dann dürft ihr es gerne zeigen. Und Anti-Leasing habe ich eigentlich immer aus, weil es keine Kanten gibt. Jetzt ist mir tatsächlich das Spiel abgestürzt. Was ist denn das für eine Frechheit? Wir haben leider nicht gespeichert. Ich muss unbedingt öfter speichern. Vor allem im Let's Play. Ist nicht gerade gut, hä? So, ich werde kurz die Quest abgeben, mit diesem Brief geben. Dann gehe ich zurück ins Banditenversteck. Und, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, Moment kurz noch. Ich sehe gerade, die Grafik ist mir ein bisschen zu dunkel, realistisch, irgendwie so. Wenn es euch gefällt, dann könnt ihr es behalten. Wenn es euch nicht gefällt,
können wir gerne wieder die HDR wegnehmen. Ich habe 30 FPS, das ist wahrscheinlich Maximum eingestellt bei Fraps und sonst nicht. Ich werde jetzt mal Richtung Suno gehen. Wie viele Truppen haben wir schon wieder? 5, 6 Leute, okay. Ich mal dann testen. Also hier ist, bleibt es 30 FPS, okay. Jo, also dann sehen wir kurz noch. Ich gehe noch kurz eben die Nords holen. Und ja, dann sehen wir uns beim Anführerversteck. Bis dann. So, so sieht es bei Tag aus. Und ja, speichern. Gut, greifen wir es an. Ihr nähert euch dem Versteck. Die Plünderer scheinen euch noch nicht entdeckt zu haben. Und ihr könntet euch noch unbemerkt davon schleichen. Der schwierige Zugang zum Versteck durch einen engen Hohlweg würde bedeuten, dass ihr nur eine Handvoll Soldaten und keine Pferde mitnehmen könntet. Schlüge euer Angriff fehl, könnten die Plünderer mit Leichtigkeit fliehen und sich zerstören. Möchtet ihr das Versteck angreifen oder auf andere Gelegenheiten warten? Versteck angreifen. Wir müssen uns ein bisschen in Deckung halten. Das ist relativ stark. Geht ihr mal nach oben, genau. Da hört man Steine werfen, okay, die werfen Steine. Greift sie an, ja. Yeah. Gut, hey, prima. Schläbrig. Schön. 3, 4. So, so ist es echt. Coole Lanze. Oder eher Sichel. Werfen ist Kunst, du blödes Teil. Man kommen hier aus den Höhlen noch ein paar. Lass mich schauen. Wir bewachen mal die Höhle. Wir wollen schon, dass die anderen Leute gefangen hatten. Und wir haben gesiegt. Ja. Okay, dieser Herr ist dann der Bruder. Vielen Dank, Herr, dass ihr mich von diesen Ungeheuern gerettet habt. Hat meinen Bruder in Braun euch auf meine Spur gesetzt? Ja, ich sagte ihm, ich würde euch finden. Ich rate euch, so schnell wie möglich zu eurer Familie zurückkehren und seid unterwegs vorsichtig. Ohne Rückzugsmöglichkeit fallen die Plünderer einer nach dem anderen einem entschlossenen Angriff zum Opfer. Yeah! Ihr Versteck und unrechtmäßigen Besitztümer gehörten nun euch. Es befinden sich 52 Gegenstände in der Ausrüstungstruhe. Ui je. So, die wertvollen nehme ich runter. Nein, Stiefel nicht. Die aber. Sehr wichtig. So, 110 nehme ich eigentlich nie mit. So.
Ja. Gut, gut. Einige Soldaten können befördert werden. Das war die Rekrut, okay. Haben wir zwei zum Befördern gehabt. Gut. Mal kurz. Hallo. Nein, nicht zurück. Niemand, okay. Ja. Nein, Slot. Lassen wir einfach mal Drache Basler. Und jetzt zu Schwenke. Nun, mein Bruder ist sicher zu Hause. Ich bin mir nicht sicher, was ich mit ihm anstellen soll. Vielleicht auf eine Universität außerhalb Kalatias schicken. Dann könnte mich wenigstens niemand beschuldigen, wenn er in einer Straßenschlägerei eins auf die 12 kriegt. Aber das ist nicht euer Problem. Hier ist der Rest eurer Belohnung. Hier ist der Rest eurer Belohnung, ist wohlverdient. Das Geld ist höchstens willkommen und ich bin froh, zu Diensten zu sein zu können. Gut, nun seid ihr daran interessiert, noch etwas mehr zu verdienen? Gut möglich, was braucht ihr? Erinnert euch daran, dass ich euch sagte, die Banditen hätten einen Verbündeten innerhalb der Mauern. Ich glaube, ich weiß jetzt, wer das ist. Ausgerechnet der Hauptmann der Wachen, nachdem er gesehen hatte, wie viel Profit wir Kaufleute mit dem Grenzhandel machen, beschlossen dieser Hauptmann vor ein paar Monaten eine Karawane zu finanzieren. Leider machte er sich wie viele andere Handelsnovizen nicht bewusst, dass große Profite mit großen Risiken verbunden sind. Es gab also sein ganzes Geld für die teuersten Waren aus. Und natürlich wurde seine Karawane überfallen und das Geräumte verlor alles. Als Konsequenz scheint der Hauptmann sich über Illegalität zugewendet zu haben, um sein Vermögen wiederzuholen. Ich würde wohl dasselbe tun, wenn ich den Himmel bewahre. Je bankrott und Ruin ins Auge zu sehen. Nun hat jeder Wachhauptmann, der sein Pulver wert ist, ein paar Diebe und Räuber als Informanten in der Tasche. Aber unser Hauptmann entschloss sich, diese Bastarde groß einzustellen. Er bringt sie in die Stadt, lässt sie nach Belieben ihr Unwesen treiben und steckt einen Teil ihres Einkommens ein. Ihr habt bestimmt von den Wilderen gehört, die zu Waldhütern wurden. Und nun im unglücklichen Land Kalatia werden die Waldhüter manchmal zu Wilderen. Glücklicherweise gibt es noch ein paar tapfere, ehrliche Häute in der Wache, die mir gesteckt haben, wie er vorgeht. Moment kurz. Ah, ist das zum Reden. Nun, hier ist mein Plan. Ich könnte dies König Halle aus dem Herrn der Stadt zu Ohren kommen lassen, aber das würde eine Untersuchung bedeuten. Mein Wort gegen das des Hauptmanns. Außerdem können Zeugen gekauft und Beweismittel vernichtet werden, oder vielleicht gerät die ganze Sache ja in Vergessenheit, wenn der Feind wieder über die Grenze kommt. Und dann ist alles, was ich für meine Mühen kriege, ein Messer zwischen den Rippen. Ihr müsst wissen, dass es in Kriegszeiten das Auge eines Königreichs, ein Königs von seinem Reich abwandert und seine Untertanen leiten. Habe ich eine andere Idee. Ich habe eine kleine Gruppe Städtler zusammengeschaut, einige von ihnen in meinem Dienst, andere, die Verwandte an diese Banditen verloren haben. Und wir stürmten das Haus des Hauptmanns und bringen ihn in Ketten von König Halias. Am besten mit ein paar gefangenen Banditen, die ganze Sache erklären. Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der meine kleine Armee in die Schlacht führt. Und ich kann mir keinen besseren vorstellen als euch. Also, was sagt ihr? Woher weiß ich, ob ihr die Wahrheit sagt? Na gut, es kommt natürlich durchaus sein, dass ich ein Dutzend Banditen gefunden habe, die bereitwillig ihr Leben hergeben, um einem vorbeiziehenden Fremden einen falschen Eindruck vom Leben im Alter Brauben zu geben. Ja, ihr könnt natürlich nicht wissen, ob mein Wort von Wert ist, aber ich denke, dass ihr nur mittlerweile gelernt habt, dass mein Geld von Wert ist und davon warten 500 weitere Dinaren auf euch, wenn ihr mir diesen letzten kleinen Gefallen tut. Also, sagt ihr. Nun gut, ich werde eure Männer anführen. Hervorragend. Es ist eine lange
Es ist schon lange her, seitdem ich so viel auf eine einzelne Karte gesetzt habe. Und ehrlich gesagt finde ich es aufregend. Meine Männer sind bereit, auf euren Befehl hinauszurücken. Seid ihr bereit? Ja, gebt ihnen das Signal. Gut, also schlagt hart und schnell zu und der Hauptmann und seine Schergen werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Der Himmel möge mit euch sein. So, ihr verlasst die Schenke und geht auf die Hafen hier, auf die Straße hinaus. An jeder Straßenecke stehen nervös aussehende junge Männer. Ihr kennt, dass sie Dolche und Knüppel unter ihrer Kleidung verbergen. Und als ihr an ihnen vorbeigeht, spürt ihr in den kurzen Blicken, die sie euch zuwerfen, eine Mischung aus Angst, Erwartung und Stolz. Ihr hofft, dass eure Feinde von diesen gar zu offensichtlichen Verschwörern nicht alarmiert werden und prüft ein letztes Mal eure Waffen, bevor das Kämpfen beginnt. Kampf! Es ist soweit, Leute. Auf sie mit Gebrüll. Ja, die Städtler sterben halt manchmal. Also viel. Nicht. Ja, toll. Oh! Geht's noch so viele? Helft mir doch! Helft mir doch, ihr Idioten! Helft mir! Oh mein Gott! Helft mir! Helft mir! Oh, ihr Idioten! Wie dumm ist die KI eigentlich in diesem Spiel? Oh. Okay, das machen wir jetzt noch nicht. Ist mir egal. So. Das machen wir jetzt noch nicht, aber die Quest geht mir schon mal ab. Das ist noch zu schwer. Wir haben nicht gute Kampfskills, dann ist ja nicht schon schwer. Nun gut, ich kann meine Männer einsatzbereit halten. Wenn ihr zu lange braucht, muss ich diese Sache wohl ohne euch durchziehen, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr daran teilhaben könntet. Jetzt nehmt euch erst einmal die Zeit, die ihr braucht. Ja, ja. Gott, oh Gott, wieso ist das so schwer? Habe ich irgendwas geändert? Oder ist der Mod einfach schwer? Ich habe vorher das normale Spiel einfach mal angetestet und da war es jetzt nicht so schwer. Da war es eher leichter. Kann auch sein, dass ich einfach Pech gehabt habe und zu viele Banditen übersehen habe am Anfang. Dadurch wurden andere niedergemetzelt und so weiter. Kann sein, ich weiß es jetzt nicht. Kann es mir nicht so gut erklären. Vor allem, das ist halt bei Blade Warband so, wenn man zu viel auf euch niederpreschen und so, dann habt ihr keine Chance. Ich mag die Armbrust überhaupt nicht, darum werde ich jetzt hier einen Bogen kaufen und jetzt im Inventar die Sachen auswechseln. Dafür kann Chima gerne die Armbrust haben. So. Nun gut. Ja, dieser Spielstand ist jetzt besser. Ich hatte jetzt in diesem Spielstand noch keinen Toten.
natürlich die zwei Tote, die ich jetzt nicht gespeichert habe. Aber ja, so soll es weitergehen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ja, wenn ihr könnt und wollt, dann dürft ihr gerne mir ein paar Verbesserungsvorschläge unten in die Kommentare schreiben oder sonst irgendwelchen Sachen. Und ja, wir sehen uns dann in Aufnahmesession 2 wieder. Tschüss. Bye bye.